So, wir kommen zurück nach einer angemessenen Pause zum allerletzten Endfight der Fights. Komm her jetzt. Ich spiele um mein Leben. Das hat man so an sich in Videospielen. Egal, ignoriert mein Gelaber. Ich bin nervös und wenn ich nervös bin und ich habe ganz schwitzige Hände, dann rede ich gerne Scheißdreck raus. Ist wirklich da. Ist der Fall. Echt jetzt. Na komm, schieß. Diese Schleimdinger nerven derbe, echt. Da! Out! Oh, was mache ich da? Eigentlich. Ein Scheiß. Da bitte. Jetzt aber. Oh nein. Greift mich an. Nein. Das ist jetzt so unfair, wenn dieses Schleimding da nach unten geht und dann von hinten wieder hochkommt. So wie jetzt. Das ist extrem unfair. Oh, oh Gott. Oh Mann. So, jetzt habe ich es abgeknallt. Jetzt kann er Neues produzieren. Uah! Oh, bitte. Hör mal auf mit diesem Rumgespucke. Deine Blitze reichen mir schon. So, jetzt habe ich es abgeknallt. Komm, geh kaputt. Mach mir den einen Gefallen. Tu mir den Gefallen. Lass mich das Spiel zum ersten Mal in meinem Leben durchspielen. Bitte. Oh, das war jetzt wirklich mehr als doof. Bitte. Bitte. Erhöre mich. Erhöre mich. Oh. Friss! Oh Gott, das war jetzt echt Dusel. Das hat man nur einmal. Oh mein Gott, ja! Hallo Cäsar, wir haben dich befreit! Jo, und ich krieg die Prinzessin, jo! Ah. Mindestens darf ich jetzt König von Olymp werden. Yeah, you save me and my kingdom. Jo, kein Problem, Mann! Wo ist das Geld jetzt, meine Belohnung? Gib mir deine Frau. My promise to the princess. Yeah, I know, I make you prince of Persia! Slumberland! Nur das? Oh, echt? Er guckt schon wieder so derbe bekifft hier, aber ist ja egal. Trilled! Wouldn't you, sweetheart? Oh, ist der schwul oder was? Hallöchen, ich habe alles gemacht, was du willst. Und hab da auch eine Krone vom Burger King mitgebracht. Darf ich dich jetzt heiraten? Every day, jeden Tag darfst du das. Aufs Neue. Und wir werden auf den Wolken des Traumlandes davon segeln, um neue Welten zu erforschen, neues Leben. Ach, halt die Fresse, ich will Fernseh gucken, Beine hochlegen und du bedienst mich. Okay? Okay. Your land is really wonderful. Ey, das war der Albtraum schlechthin hier. Wonderful nennt er das. But what? Can't you stay? Kannst du nicht bleiben? Ja, klar hier. Ich habe genug Albträume erlitten jetzt mit diesem Endboss. I promised mother I wake up early every day. Ja, er hat seine Mama versprochen, dass jeden Tag aufwacht, jeden Morgen. Was heißt da morgen? Der pennt doch eigentlich unaufhörlich, oder? Egal. Hast du auch noch ein paar Pilze für uns? Und Haargel? Ich brauche unbedingt Haargel. Yeah, sure, hab ich das. Jetzt will er auch noch heimgehen. Ey, die Knete, die Belohnung, hallo. Nichts ist umsonst. Oh. Ja,
you can visit us every time you dream. Ja, ab jetzt träumen wir gar nicht mehr, oder was? I'll see you soon. Bye bye. Let's fetch. Camille. Camilla. Camilla. Oh, oh Gott, oh Gott. Sie will geküsst werden. Jo, sie will geküsst werden. Los, tu's, 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 tu's. Ja, ja, ja. Ja. Ein Kuss auf die Stirn. Wundervoll. Und ab geht es in den Sonnenuntergang. Mit dem Zeppelin, der irgendwie nur am Anfang und am Ende vorkommt, aber egal. Wir gehen unter wie die Sonne. Und der Mond geht auch unter. Wonderful. A great Nemo, rise and shine. It's a beautiful day. Yeah, it's a beautiful day. It's a... Und endlich guckt er mal nicht bekifft. Dafür haben wir gespielt, liebe Damen und Herren, um Nemo endlich mal einmal in seinem Leben nicht bekifft zu sehen, sondern er ist wach. Die Drohung der Prinzessin war nämlich die, dass er sie jedes Traumland, also jedes Mal, wenn er träumt, sehen darf. Und jetzt plötzlich kann Nemo die Augen aufmachen. Ja, woher kommt das? Woher mag das kommen? Wir wissen es nicht. Aber er steht am offenen Fenster. So viel dazu, liebe Freunde, und vielen Dank, dass ihr euch das angetan habt. Und ich weiß selber nicht, warum ich mir das angetan habe, aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn ganz bestimmt und stehe derzeit noch unter einem Endorphinausschuss oder so. Ich weiß auch nicht. Ich freue mich. Ich habe es noch nie durchgespielt, muss ich dazu sagen. Es ist das allererste Mal und es war wirklich verdammt schweres Spiel und das habe ich vorhin auch gewusst, weil sonst hätte ich es ja jemals mal durchgeschafft. Mir hat Spaß gemacht und dieses Gesicht jetzt zu sehen, Nemo lachend mit offenen Augen, das war es doch wert, oder? Ja, das war es auf jeden Fall wert. Special thanks to you, wie du das anguckst, also der du das anguckst. Besonderen Dank wie immer an alle, die sich sowas reinziehen, freiwillig oder unfreiwillig. Ist ja mehr oder weniger egal. Jo, Capcoms Supertitel hier ist damit beendet, durchgespielt und macht's gut, liebe Leute. Und ach schön, T-End. Das T-Ende. Das ist eine gute Idee. Ich werde mir jetzt mal einen Tee kochen und mich ums reale Leben kümmern. Ja, das mindestens genauso schwer ist wie dieser Endboss oder dieses Spiel. Schreibt mal Kommentare, es würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, Tag, wie auch immer. Heute haben wir den 11.12. Ne? Ich werde das natürlich nicht alles gleich hochstellen. Ne? Und ja, lasst es euch gut gehen und genießt noch einmal Nemos Gesichtsausdruck. Es ist herrlich. Schön, oder? Es ist geschafft. Ich kann es nicht fassen. Jetzt holt er sich eine Erkältung und dann kommt Little Nemo's Nightmare Dreams Teil 2 oder so, ne? Freddy's New Nightmare wird abgelöst durch Nemo's New Nightmare. Also vielen Dank, Leute. Ich sag bye bye, ciao ciao und adiamos.